Sieht schon sehr fresh aus. Und damit herzlich willkommen bei einem neuen Video bei mir auf dem Kanal aus der Kammer des Schreckens. Und ihr seht, wir haben hier Ordnung drinne. Was ist denn hier passiert? Ja, ich habe es euch letzte Woche gesagt, wir müssen hier mal ein bisschen aufräumen. Jetzt haben wir hier ein wunderschönes Schwerlastregal, zumindest um ein bisschen was an Materialien verstauen zu können, was schon mal wirklich, wirklich viel hier frei macht, ja. Und hier die Kabellage, gut, das habe ich einfach noch nicht weggeräumt, den Heißluft für. Genau, aber ihr seht, wir haben jetzt hier auf jeden Fall ein bisschen mehr Ordnung drin, ein bisschen mehr Platz, das ist schon angenehmer. Ich werde es eh nicht beibehalten können, ich kenne mich, ich weiß, dass das in, ja, nach der heutigen Session eigentlich schon wieder so aussieht wie sonst auch. Ich kenne mich da ganz gut. Heute müssen wir mal die Seitenwände ordentlich versiegeln, genauso wie den Schweller. Das müssen wir auch alles jetzt mal, ja, ich sag mal, ordentlicher machen. Und dafür muss das Auto jetzt erstmal ein Stück hoch. Ich weiß nicht, ob ich den auf die Rampen fahre. Scheiß drauf, wir fahren den nie auf die Rampen, habe ich keinen Bock drauf. Aber hinten müssen die Reifen ab. Das heißt, wir müssen jetzt erstmal die Räder abmontieren. Man sieht es hier schon, da sind die Spurplatten. Und man sieht, das ist schon ein ordentliches Stück, wie gesagt. Ich denke, da haben wir einen relativ guten Job gemacht. Da bin ich immer noch sehr stolz drauf. Ich meine, es ist mein erster Breitbau, es ist ein Low-Budget-Projekt. Ja, das sind alles Überreste, die wir noch vom T4 haben. Plus, ja, wir haben Kotflügel zerschnitten. Ich habe hier einfach Kotflügel eingeschweißt als Seitenwand. Also, es ist ein Low-Budget-Projekt, das darf man nicht vergessen. Und das ist mein erstes Tuning-Projekt, in Anführungszeichen, sagen wir es mal so. Jedenfalls müssen wir jetzt erstmal die Räder wieder abmachen, damit wir von innen alles schön mit U-Schutz einschmieren können. Und genau dasselbe werden wir dann am Schweller machen, anpetten und auch hier abisolieren. Wir werden auch hier ähnlich wie beim Bus, werden wir hier die Radlaufkante mitmachen, weil es in meinen Augen einfach Sinn macht, weil auch Steine durch die Gegend fliegen und immer mal dagegen geschlagen werden. Deswegen macht es einfach Sinn, dass wir bis dahin U-Schutz setzen und das werden wir heute auch tun. Ich höre auf, so viel zu quatschen. Wir bocken jetzt erstmal die Karre hoch und nehmen die Räder ab, stellen die Böcke drunter, patten alles an und dann, ja, machen wir U-Schutz drauf. So, meine Lieben, wir sind fertig, zumindest mit dem U-Schutz. Ja, wenn es jetzt wieder ein bisschen wärmer ist, müssen wir auf jeden Fall noch Hohlraumversiegelung reinsetzen, weil ohne können wir nicht weiter. Warum habe ich den U-Schutz jetzt schon gemacht? Normalerweise macht man den erst kurz vorm Lackieren. Hat den Grund A, der ist eigentlich offiziell sowieso nicht überlackierbar. Beim Bus habe ich einen Weg gefunden, wie es funktioniert. Hoffentlich wird es ja auch so klappen. Aber wenn nicht, ist es auch nicht so tragisch, weil es eh die Innenkante. Genau. Wir haben es jetzt gemacht, weil wir sowieso nochmal schleifen müssen. Ja, wir schleifen hier sowieso nochmal. Von daher habe ich mir gedacht, macht es Sinn, dass wir jetzt schon mal den U-Schutz auftragen. Ich habe immer so ein riesen Lächeln, wenn ich das sehe. Oh, Leute. Das ist so geil geworden. Ich bin da immer noch sehr, sehr stolz drauf. Ich weiß, ich gehe euch bestimmt damit schon tierisch auf den Sack. Ja, mir ist eben eine spontane Idee gekommen, deswegen sind wir jetzt auch hier in der Halle. Wir werden jetzt mal die alten Felgen draufschmeißen vom E34, weil wir das Auto für heute rausfahren oder für jetzt rausfahren, nicht für heute, wir müssen ihn gleich auf jeden Fall dann wieder reinsetzen. Wir schmeißen jetzt schnell die Felgen drauf, fahren das Auto raus, weil wir werden uns heute um die Felgen kümmern, zumindest schon mal um die hinteren, weil ja, mir war ein bisschen langweilig zu Hause und da habe ich überlegt, wir haben ja noch das Grau vom Bus und ich glaube, das könnte extrem geil aussehen auf den Felgen.
Deswegen werden wir jetzt die Felgen vorbereiten und lackieren. Das dürfte eigentlich nicht allzu lange dauern. Das ist das, was wir jetzt erstmal machen werden. Aber vorher Felgen draufschmeißen, die alten. Rausfahren mit dem Eimer und dann die Felgen vorbereiten. So, wir legen los mit der ersten Felge. Die ist auch ganz schön ramponiert wieder. Ihr erinnert euch dran, ich habe mal ein Video gemacht. Da haben wir die vor unter 15 Euro wieder in Stand gesetzt. Heute wird es ein bisschen aufwendiger. Dafür wird das Ergebnis aber auch besser. Habe ich einen Tag, nachdem die Reifen neu drauf waren, sie natürlich direkt wieder kaputt gemacht, weil ich irgendwo hängen geblieben bin. So, wir haben jetzt hier 1K-Lack drauf. Jetzt müssen wir mal gucken. Normalerweise müssten wir das runterwaschen, um wirklich auf 100% sicher zu gehen. Das heißt, wir werden jetzt gleich die rote Matte nehmen. Ich weiß halt nicht, ob das Acryllack war. Das ist halt jetzt die Schwierigkeit des Ganzen. Deswegen sollte man immer aufpassen mit 1K-Komponenten, weil das wirklich nur bei 1K-Komponenten gut gehen wird, die auch wirklich vorher Acryllack waren. Wir machen es jetzt auch anders, als vielleicht der ein oder andere das gelernt hat. Und zwar werden wir nur den äußeren Bereich umlackieren, weil innen wird sowieso immer dreckig. Das heißt, wir kleben das hier innen danach ab. Hier an der Kante direkt. Normalerweise würde man die komplett lackieren, würde man die auch abdrehen, aber ein bisschen Fusch geht auf jeden Fall immer. Und das Schöne ist jetzt dadurch, dass wir jetzt sagen, gut, wir machen jetzt dunkelgrau, müssen wir auch nicht so fein schleifen, wie wir das bei Silber machen müssten. Und das ist ja auch schon mal auf jeden Fall was Positives. Wir fetten jetzt einfach alles einmal an, gucken dann, wo die Beschädigungen sind und schleifen dann die Beschädigungen raus. Und hoffen dann einfach mal, dass sich das Ganze verträgt und dass es auch Acryllack ist, der hier drauf ist. Wir können aber testen. Warum komme ich da jetzt erst drauf? Das ist der sogenannte Lösemitteltest. Solltet ihr vielleicht nicht mit einem Pinsel machen, der im Spachtel war. Genau, wir haben jetzt hier ein bisschen Verdünnung drauf. Lassen die Verdünnung jetzt hier ein bisschen einziehen. Und gucken mal, ob das anfängt zu kriseln oder ob sich die Farbe abwaschen lässt. Weil wenn ja, wird sich das nicht vertragen mit dem Lack, den wir haben. Nichts wird matschig, nichts wird weich. Trotz Verdünnung. Super geil. Das heißt, wir können einfach drüber lackieren. Oder? Ja, machen wir dünne Schichten, dann sollte das gehen. Fertig mit Lackieren. Das, worüber ich mir aber noch keine Gedanken gemacht habe, ist, ich muss mit dem BMW ja wieder rein. Das heißt, wir müssen jetzt erstmal ein bisschen warten, bis die Felgen einigermaßen abgezogen sind, damit ich die hier vorne rüberstellen kann und den BMW so weit wie möglich hier rüberfahre. Es kommt davon, wenn man nicht zu Ende denkt. Naja, ich musste auf jeden Fall ein bisschen pfuschen, weil es ist halt einfach wirklich viel zu kalt. Da habt ihr keine andere Möglichkeit außer Nebeln. Warten, Nebeln, warten. Also das war wirklich Horror, das Lackieren der Felgen. Die sind natürlich auch nicht perfekt geworden. Ich habe jetzt mit meiner Füllerpistole lackiert. Finde ich aber jetzt auch nicht so schlimm. Hier und da war auch ein Läuferchen drin. Aber das haben wir ganz gut, ja, weggepfuscht, sage ich jetzt mal. So, ihr seht, der BMW ist wieder drin. Es hat einigermaßen funktioniert. Jetzt müssen wir noch warten, bis die trocken sind. Ja, jetzt sind die Felgen, ja, die sind einigermaßen trocken. Könnten noch ein bisschen durchziehen, aber das können sie auch am Fahrzeug. Das heißt, wir machen das jetzt so, dass wir jetzt das Fahrzeug auftrocknen. Machen wir das Klebeband ab. Ich habe nämlich keine Lust, dass es irgendwie noch Probleme geben könnte. Genau,
Und weil das ist mir definitiv nicht geheuer. Wie gesagt, wir haben uns hier das ja schon ein bisschen kaputt gemacht. Weil die Reifen einfach zu weit rauskommen. So, das heißt, aufbocken, Reifen wechseln und dann gucken wir uns die Felgen mal an. So, die Felgen sind drauf und ich denke, wir können zufrieden sein mit dem Ergebnis. Ich finde auch die Farbkombi von dem Grau und dem Blau ziemlich geil. Was ist denn eure Meinung dazu? Das würde mich mal interessieren. Haut das mal in die Kommentare und vor allem auch, wie ihr die Felgenfarbe findet. Das würde mich natürlich auch mal interessieren. Und jetzt ist die Überlegung, auch für die Chromzierleisten und die schwarzen Leisten, die in der Tür sind und hier im Stoßfänger und vorne im Kotflügel, ob wir die strukturiert lassen oder ob wir denen auch den Grauton verpassen. Was ist denn eure Meinung? Wie würdet ihr das machen? Würde mich mal interessieren, haut es mal in die Kommentare. Und damit geht wieder ein wunderschönes Video zu Ende. Ich wünsche euch allen ein wunderschönes Wochenende und wir sehen uns immer im nächsten Video, wenn es mit unserem E46-Projekt weitergeht. Dann geht es an Füllerschliff und die ganzen schönen Sachen. Die möchten wir euch natürlich nicht vorenthalten. Also, bis nächste Woche.